So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty, meine Lieben. Wir sind auf dem Weg in die andere Stadt. Wir haben ja jetzt jemanden gefunden, der auf jeden Fall die Spiele übernehmen kann. Aber wir wollen noch jemanden finden, der auch nochmal ordentlich Holz abbauen kann. Wir könnten sie natürlich da reinstecken, aber ich fände es schöner, wenn wir einen Dreier hätten, der das kann. Dreier. Weil sie ist die Zweier für Abbau, das ist dann für Gewinnung, das ist ja nicht so toll. Geht natürlich immer noch, wollte ich überreden, ne? Aber mehr hilft viel. Viel hilft viel. Los, richtig. So, mal gucken, was wie viele Folgen ich heute noch aufnehmen. Ich hänge schon den ganzen Tag dran. Das ist einfach zu cool. Ich spiele so gern. Hier kann man auch so ordentlich Zeit drin versenken im Spiel. Noch als umgegraben? Also ist es noch umgegraben? Ja, ist es noch, okay. So, mal gucken. Wir können den Kram, den wir jetzt dabei haben, mal eben noch abschmeißen. Warum ist so warm? So. Das behalten wir mal schön. So. Geld. Den kann rüber. Stöcke können rüber, Stroh kann rüber, wir müssen was gesammelt unterwegs. Das Schatten haben wir nichts, Johanneskraut können sie auch haben, mehrere Ideen hier. So. Oder habe ich noch gesehen, Federn können sie auch noch nehmen. So. Guck mal, es liegen hier auch Bretter. 10 Stück. Holzstämme sind auch wieder ein paar da. Stöcke, ich hatte ja bei 60 reingelegt. Stöcke kommen nicht so viele, ne? Aber gut, was soll's. Wie gehen wir denn ganz am besten? Wir folgen einfach dem Ufer. Ja, folgen wir einfach. Man möchte ja mal noch darüber. Aber hier ist auch schon echt schön. Ich hab da noch vor, wie bei uns im Haus Zaun zu ziehen und so. Kommt alles noch. Fällt mir ein, warte mal eben, Holzspeer, ne? Da, Holzstamm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mal einen Speer brauche, aber ich möchte gerne einen dabei haben dann. Und los. So, Inventory. So. Natürlich ist ein Holzspeer jetzt nicht ideal, aber es ist schon mal besser als gar nichts. So, das ist ja der Weg hier, oder? Das Stadt führt, ne? Genau. Da können wir jetzt rechts halten. Und dann kommen wir da automatisch rein, wenn wir dann uns dann später wieder links halten. Das ist das Dorf da unten. Nee, das ist nur der Sammelpunkt hier.
wenn ich das richtig sehe. Ja. So, wer bist du denn? Du kannst ja gar nichts. Was ist mit dir hier, Kollege? Zwei, was mit dir? Eins. Du könntest schon was taugen. Oh, it's you again. So. Der hier ist ja noch der ganz neue. Auszuweisen, so. Soll ich sie zusammensetzen? Weiß ich noch nicht. Na, wir machen es mal weiter. So, dann haben wir den Holzschuppen hier. Den darf er machen. Direkt Job. So, zack. So, und den kann ich auch noch... Den hier, ne? Genau. Den können wir noch zuweisen hier. Der soll jetzt nur Holzstämme machen. Das ist mir jetzt das Wichtigste. Stöcke auch mit. Also nur die beiden, ja? Und dann machen wir 70-30 immer, würde ich sagen. Das mache ich jetzt bei jeder Jahreszeit, weil das ja auch pro Jahreszeit anders sein muss. Nein, es macht schon Sinn, das auch zu trennen, dass man sagt, man kann das irgendwie machen, dass man sagt, ey, weißt du was, dann können wir eben irgendwie ein bisschen genauer einstellen. Jetzt brauchen wir im Winter, brauchen wir mal Feuerholz, was ist so. Aber warum kann ich das nicht einfach von anderen Seiten übernehmen? Und warum hat man keine Schieberegler? Das ist auch so ein großes Ding. Gott. So, jetzt bin ich ja hier. Moment, da läuft gerade von uns. So, ich bin hier. Ah, okay, wir können jetzt zurück. Will ich zurückgehen da vorne und dann ins Dorf. Hello there. Meine Mitfahrgelegenheit. Ach, guck mal, das ist ja cool. Have a good day. Das ist die Schnellreise, okay. Was gibt's denn hier? Eisenerz wäre das Stehlen. Aber keine NPCs, es scheint. Ich habe mich jetzt im Kreis gerutscht. Der Sprung, der kam mir gerade so super bekannt vor. Das ist Höhle, nur schweres Atmen. Keiner traut sich mehr in die Nähe der Höhle. Was ist da los? Was ist da los? So. Ist denn hier gar keiner? Hallo, kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche meine Ruhe und ich will, dass sich ein verdammter Volltrottel von mir, meiner Familie und meinem Haus fernhält. Das klingt ernst. Es ist sehr ernst. Er macht alles nach, was ich mache. Er macht meinen Haarschnitt nach. Aber als ich ihn darauf hinwies, schnitt er sich die Haare kurz. Er hat versucht,
mit Bosenas Lehrmädchen anzuwandeln, weil er auch eine Köchin zur Frau haben wollte. Und ich habe gehört, wie er gesagt hat, dass er einen Sohn, wenn er einen hätte, Bogdan nennen würde. Das ist der Name meiner Tochter? Bogdana. Eine Reihe seltsamer Zufälle. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, das klingt ein bisschen so, ne? Es geht noch weiter. Vor einer Weile haben meine Frau und ich unser Haus neu eingerichtet. Wir wollten, dass es wirklich einzigartig wird. Also haben wir mit Herz und Seele daran gearbeitet. Und rate mal, kürzlich musste ich diesen Volltrottel besuchen. Weißt du, was ich da gesehen habe? Ein improvisierter Altar mit deinem Gesicht, einer Vogelscheuche, die aussieht wie du und eine entführte, gefesselte Familie? Er hat alles nachgemacht. Jedes noch so kleine Detail. Das Schlimmste ist, dass er mich noch nie zuvor besucht hat. Das heißt, er muss ja da gewesen sein, ohne dass ich davon wusste. Ich habe genug von ihm. Das hört sich langsam wirklich beunruhigend an. Ich kann mit ihm reden, wenn du möchtest. Ja, bitte. Wo ist denn der? Tagebuch. Das bitte einmal anmachen. Ach, da drüben an der Scheune, an der links, wie ich schon war vorhin. Also, mein Freund. Nasibor. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich habe mit deinem Nachbarn... Wojciech. Er beschwert sich schon wieder, oder? Das ist nicht meine Schuld, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben. Und ich mache ihn nicht nach. Er hält einfach viel zu viel von sich. Tut er das? Natürlich tut er das. Seine Ideen sind einfach nicht so originell und einzigartig, wie er glaubt. Also ist es kein Wunder, dass andere Leute ähnliche Ideen haben. Unsere Häuser sind nicht gleich. Du kannst dir selbst ansehen. Und sag, Wojciech, was alles unterschiedlich ist. Ich kann es mir ansehen. Mine is no place. Finde 5 Unterschiede und erstatte Wojciech Bericht. Das ist der Wojciech. Kann ich jetzt schon mit ihm reden? Was hat er gesagt? Es gibt welche. Nämlich auf. Ja, ich glaube, ich muss eure beiden Häuser nochmal vergleichen. Genau. So, lass mich mal gucken. Also, Lagerfeuertruhe ist klar, Betten soweit klar. Lammfell mit einer Dings. Ha? Uff, das wird schwer. Regal hier steht eine andere Blume. Das ist gleich die Lampe hin und. Oh, was ist das für ein Scheißquest? Hilfe! Na gut. Der Blumendings ist ein anderer, ne? Ne, der ist gleich. Das auch. Das sind andere Blumen. Anderes Bild hängt da drüber. Das ist gleich. Ich glaub, das Ding hat er, glaube ich, gar nicht. Mal gucken. Genau, der hat ein anderes Geweih da drüber hängen.
me because I'm childish. I'm not childish. They're childish. Da bist du ja. So, jetzt sag mal. Er hat einen Hirschschädel. Du hast einen Hirschschädel. Und er hat einen Elchschädel. Er hat Gänseblümchen, du hast Löwenzahn. Er hat Löwenzahn, du hast Gänseblümchen. Du hast einen Bärenfantasie. Ja. Auf dem Boden. Er hat einen Wildschwein. Achso, das bringt den Boden auf. Okay. Was für ein Teppich an der Wand? Der Dachse. Er hat ein Taubenrelief, du hast ein Hahnrelief. Er hat ein Regal weniger. Und die Sonnenschein soll mich beruhigen? Er glaubt schon. Und ich glaube, du hast ein paar Fehler gemacht. Ach so. Oh nee, ganz ehrlich, Leute, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier, weg mit dem. Ultrainstinkt ist aber ausgewichen. Ist er wieder. Der fliegt wirklich gerade nach oben? Na gut. So, die haben jetzt da in der Verwaltung, die haben alle Durst. Okay, wir müssen die einmal mit Wasser mal füllen. Ich kehre gleich zurück, während Stimmung sinkt. Die von meiner Liebsten. Okay. Nee, den Quest. Ist ja echt der Hauptquest, oder? Und nicht dein Ernst. Gar keinen Bock drauf. Komm mal, ich irgendwann mal. Muss ich ehrlich sagen, das nervt mich total. Das ist so Quests, die sind so. So, ich hab doch, dann habe ich doch gesehen, wir haben eine Dreier Schmieden. Komm mit mir. Genau. Verwaltung und die Geranda. Die darf sich dann zu ihm da gesellen. So, dann ist das meiste gelöst. Wasser kümmere ich mich jetzt sofort darum. Genau, den Weg dahin. Ist zum Glück nicht weit. Thank you.
ist ja nicht mein. Ah, mein Marker ist ja weg. Könnte natürlich einen Brunnen machen, wo wir hinstellen, aber so. Die alte soll jetzt kommt zuerst mal schmieden. Das heißt, Schmiede kommt ja dann auch ins Spiel. Das Dorf aufbauen, gleichzeitig sollen wir aber auch eine Dings aufbauen. Die Story, meine ich, ablaufen. Das ist schon nicht so einfach. So, warte mal. Das kann erstmal darüber. Die kann darüber. Die Spitzhacke kann darüber. Das war ein bisschen. So. Genau. Was ich jetzt brauche, ist der Eimer. Teil der Eimer gebe ich wieder zurück, weil sonst kann ich nicht laufen. Kann ich den Eimer ausrüsten? Ja. Ist die alle jetzt gefüllt? Nee, der Reihe nach füllen. Schon mal rein. Sehr gut. Ich trinke mir nämlich einfach Wasser aus dem Eimer, das ist mir schon ganz gut. Das heißt, der Wasserschlauch da, den ich allen gegeben hatte. So. Theoretisch kann man dann einen Brunnen einbauen und dann jemand, der schöpft dann Wasser und so. Das geht alles, wenn man so will. Sehr gut. Damit haben die jetzt erstmal ewig lange Wasser. Fleisch und so. Da haben sie schon alle getrunken. So, hat er schon gearbeitet? Weiß ich gar nicht. Holzstamm sind noch ein bisschen da. So, gucken wir noch mal, wie sieht es hier aus? Hier ist ja Arbeit, genau. Wer wohnt hier? Gerada und Swipur. How can I help you? Klon, die kann auch nicht mehr helfen. Was hier? Henrika. Na gut, dann nicht. Is that mine? Isn't it weird that only women bleed once a month while no animals do? How are you? Hab'n vertragen. Gebratenes Filet, danke. Das möchte ich mal genauer ansehen. Wie sieht's denn aus? Nicht so mega begeistert bisher, ne? Aber kriegen wir hin.
Wieso schmieden oder fischen? So. Ich würde sagen, wir legen uns auch mal schlafen. How can I help you? Goodbye. Hey, Mr. Husbandman. Du hast meine Frau glücklich gemacht. Sehr gut. See you soon. So. Life treating you. So. Genau. Der wird da oben arbeiten. So, wir können jetzt mal dann jetzt als nächstes eine Scheune bauen, würde ich sagen, ne? So, was brauchen wir denn dafür? Hammer. Sehr gut, fast fertig. So, die Steine sammle ich aber eben per Hand hier. So. Die Steine können wir von beiden Seiten betreten, okay. Genau, 10 Holzstämme brauchen wir als nächstes. Da. Hat mir eine Birne gegeben. Gebratenes Fischfilet. Bisschen da schon bei der Verwaltung. Ah, da fehlt die Axt, okay. Kümmere mich nicht drum. Schon immer 78 Stöcke wieder und so. Holzstämme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, glaube ich. Holzstamm, 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 zwar Holzstamm, Holzstamm.
Ja, genau. Ich habe ja nicht keine 18 gehabt. So. Ja, nur Rüben. Ohne welche. Ab das noch. Warte mal eben. Das muss ich auch noch bauen. Ne? Da. 10 Stöcke, 2 Steine. Na gut. Ich muss sowieso noch welche für die anderen bauen. Die da ordentlich arbeiten können. Der Sack ist leer. Das kenne ich nicht, eigentlich das Gefühl. So. Zweige. Ah, sehr gut. Drei neue Äxte, die wir dann jetzt erstmal in die Links legen. Materiallager, schön, dass wir die drei Äxte hier rein, die wir jetzt gerade gebaut haben. Da können wir auch weiter ackern. So, ich mach da vorne jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich, glaube ich, die letzten Baumstämme, die mir noch fehlen, ne? So, ja, Baumstamm, da. Das haben wir das. Sehr schön. Das hier sind die Trinkschläuche. Wow, ganz viele Stöcke. Die überarbeiten sich, was Stöcke angeht, wirklich. Also. Haben wir hier? Weiß ich, da einfach eine erhöhte Regeneration ist oder so?
Okay, 8, 16, genau. Helfen hier, damit das auch noch was wird. Blockiert, okay. Dann mal los. Was ist denn hier? Kein Zielwasser getrunken, ja. Ich meine, wie es aussieht, wenn dann die Bäume alle respawned sind. Die fäll ich ja dann auch nicht mehr, die sollen ja dann bleiben. Und die wachsen ja wohl nach, indem, wenn man, sagen wir, den Stumpf drin ist. Du trägst zu viel. Das will von dir gar nichts sagen, ja. Und die meisten Stumpen lasse ich auch drin, damit das einfach wieder schön nachwachsen kann, ja. Stein fehlt. Und dann mal gucken, was da los ist. Landwirtschaft in der Scheune. Schade, dass nicht gebaut. Ja, no shit, Sherlock. Immer dabei. Es reicht. So. Das ist der Mahlstein, da kann man einen Dreschboden machen. Eine Werkbank für Tierfutter, Tonbewurf, Dünger. Für zweimal dumm oder verdorbenes Mohnsamen. Okay, hier können wir also den ganzen Kram craften dann. Sehr schön. Kann man denn dann jetzt auch, warte mal eben, können wir schon Komposthaufen machen oder so? Warte mal eben, Landwirtschaft, Gebäude oder ist das Tierhaltung? Nee. Bienenstock. Dass du bis letztes machen kannst. Cool. Das können wir auch noch nicht. Landwirtschaft. Materiallager, Nahrungslager und so. Das ist auch die Kunde der Zeit dazu. Das große Haus kommt dann später noch. Da sind wir noch ein bisschen von weg. Der Grabungsschuppen, der kommt als nächstes. Beim nächsten kleinen Scheiß, den wir machen, ja. Ja, komm, was war ein Brunnenbau ja auch noch, damit er da ist.
Siehst du, da kommt der Grabungsschuppen direkt dazu. Da fehlt noch viermal Stroh, dann ist das auch durch. Und dann haben wir das auch. Dann können wir nämlich als nächstes den. Ja. Warte. Das kann rüber. Das kann rüber. Die können rüber. Die können auch rüber. Ich möchte, was ich jetzt möchte, ist Holzstamm. Da kommen wir ja welche. Ich hatte die nämlich vorhin leer gemacht. Ja. Was ist das denn? Warte. Stroh da. Das sind noch vier Stück oder so, die ich jetzt brauche. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht zweimal. Ich bin jetzt zu geizig, um zu viel mitzunehmen, weil ich nicht zweimal hinlaufen will. Sehr schön. So, und dann können wir das nächste Gebäude in Auftrag geben. Für die Landwirtschaft nämlich. Was nicht. Okay, warte, wir gehen. Bin was zu essen dabei. So. Was wir dann jetzt machen können, ist Gebäude. Produktion, ne, oder? Küche haben wir schon. Ne, das ist es auch nicht. Es war was anderes. Warte, Gewinnung, ne? Der Grabungsschuppen. Liefern Stein, Stroh, Kalkstein, Ton und Kupfererz. Guck mal. Direkt daneben. 8 Steine. Dann nehmen wir mal Versuche. Stämme. Wollen wir mal schnell mal trinken gehen, aber die Speisemäulchen können wir ja noch mitnehmen. Zumindest fühle ich die Lopfer ist relativ stabil. Also wir als. Lustig war auch ganz am Anfang des Spiels, dass ich Ruckler und dann baue ich dann die. Weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Dann baue ich dann die, sich die FPS hoch und dann ruckelt es nicht mehr. Das ist geil. Dann nur ein kleiner Schuppen, ne? Heißt Holzstamm. Also Stämmen, Alter, was? Okay, da brauche ich hier noch 3, 6, 10, 12. Haben wir auf jeden Fall noch da. Wer ist denn da schon wieder am Weinen? Materiallager 2 kommt bald. Jetzt sind wir beim Grabungsschuppen. Baumstammstuhl, Standfackel und so. Das ist natürlich das richtig gut, ne? Lattenholztür, geschlossener Vorhang. Weiter Torbogen. So. Wir haben. Ich vergesse, wie viele es waren. Jetzt sind sie jedenfalls alle.
Kann ich schon mal sagen, so spoilermäßig. Genauso viel wie wir brauchen. Okay, jetzt haben wir da oben 1, 2, 4 brauche ich noch. 4 und Stroh brauche ich. Okay, okay. Ja, der Vorteil ist, dass ich dann halt auch immer meine Leute Stein holen schicken kann und so. Das ist dann. Ist nicht sogar noch einer arbeitslos gerade? Warte mal eben, Verwaltung. Toll, die haben natürlich Gewinnung 1. Ne? Das ist gar nichts. Aber da kann ich vielleicht mal gucken, ob ich die einfach beide hinschicke, Steine sammeln oder man sollte sich dann fröhlich darüber freuen. Dass sie das Gefühl hätten, sie sind sicher hier irgendwie wichtig in der Gesellschaft oder so. So, was haben wir da oben noch von der Bäckerei hier? Nicht gebaut, wow. Produktion 2. Die Werkstatt kein Material mehr. Was kann denn der in der Werkstatt sitzt? Warte mal eben. Das ist ja der hier. Hä? Warte mal. Mal zurück. Der Tolly Knew. Was ist das denn für einer? Ja, guck mal, den kann ich doch lieber in die Dings setzen, in die Steinsuche. So. Wie viele Dreien sehe ich gerade? Der kann ja alles. Und die schicken den einfach, was er nicht kann. Ah, ne, der ist es. Tolkiv. So, mal folgendes. Wir haben. In Produktion haben wir Küche, Werkstatt. Gewinnung haben wir Brunnen. Den Grabungsschuppen. So. Da schicken wir jetzt den hier rein. So, an einen besseren Arbeitsplatz. So. Außerdem Lehrlinge sind jüngere Leute, ne? Genau. So, dann schickst du sie da auch noch rein. Ja, warte mal, geht. Landwirtschaft 3. Diplomatie 3. Ah, nimm sie mit. So. So, ich möchte vor allem Stein haben. Und Stroh. Okay. Stein. Stroh. So, Stein. Ich
Jetzt geht das wieder los, also einstellen hier. Genau. So, dann ist es erledigt. Wasser haben wir genug. Wir haben weniger Holz als Bedarf ist. Okay, der Holz schieben wir nach, ist kein Problem. So, was für eine Produktion hier? Verdauschluss, Werkstatt ist jetzt kein Material, da ist der aber eh raus, deswegen ist das jetzt eh egal. So, was brauchen wir hierfür? Warte. Ja, es wird alles noch schlimmer, ich weiß. Grabungsschuppen benötigt Spitzhacke. Schaufel. Ein paar Baumstämme. Ein paar Schaufeln her. Habe ich so noch welche drin? Aber warte, ist das nicht okay? Warte mal. Ja, deswegen schimpft doch keiner, ne? Weil er kein Arbeiter ist. Das ist doch schon egal. Hallo. Unterhalt mal was. Worin bist du besonders begabt? Eine gute Handwerkerin. Ich weiß, ob man ordentlich kocht. Good luck. Gerada, warte mal, wen habe ich jetzt da geschickt? Ja, warte mal. Du bist eine Handwerkerin? Ja, bist du sogar, tatsächlich. Dann los. Hi, Honey Bunny. Du bist so 20, du bist langsam alt, ich brauche eine neue. Sehe ich dich. Genauer sehen, genau. Jagen skillt immer noch Stück für Stück hoch. Es dauert ein bisschen, was geht. Hi, Honey Bunny. Schön. Unsere Arbeiter brauchen mehr Handwerksmaterial. Ja, das ist ein Problem. Das sehe ich auch. Have a good day. So. So. Lass erstmal Ruhe, ne? Siehste. Sehr gut. Und damit beginnt es, dass die Leute hier noch mehr für mich sammeln. Was wir da mal machen müssen, ist irgendwie an Dünger kommen und so, dass wir hier ein bisschen aussehen können, also die Sachen. Und das kommt dann so wieder Zeit. Gut, ich würde dann ganz die Folge für heute beenden, meine Lieben. Bleibt gesund, bis dahin und also der Vieh wächst ja langsam richtig. Aber Moment, eins machen wir noch eben.
Sehr schön. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Und tschüss.